Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich ein kleines Make-up-Art für euch. Und zwar habe ich mich ein bisschen inspirieren lassen von Instagram. Und zwar von einem bestimmten Account, Ellie Paisley. Die hat nämlich ein Bild hochgeladen, auf dem sie etwas gezeichnet hat. Ich fand das Bild ziemlich inspirierend und mir ist direkt ein Make-up dazu eingefallen. Also habe ich sie gefragt, ob ich es vielleicht als Make-up umsetzen darf. Und sie hat ja gesagt und das seht ihr heute. And now a special message to Ellie. If you see this video, I'm so sorry if you can't understand me speaking German. But I'm from Germany and my followers are German too, and I want to do this video in German. And I would love to know if you like my makeup, the result of my makeup art, and lasst uns beginnen. Zuerst mal mache ich die Base und zwar benutze ich dafür den HD Concealer von NYX in Grün, um erstmal meine Rötungen abzudecken. Dann benutze ich den Fit Me Concealer von Maybelline in der Farbe 10, um meine Augenringe abzudecken. Dann benutze ich den Manhattan Wake Up Concealer in der Farbe 001 Natural, um Highlights zu setzen. Nun sette ich den Concealer mit dem Catrice Nude Illusion Loose Powder in Transparent Matt. In der Zeit, wie mein Puder den Concealer settet, werde ich jetzt meine Augenbrauen etwas mit Concealer übermalen. Dafür nehme ich wieder den Wake-Up Concealer von Manhattan. Dafür gehe ich gegen die Wuchsrichtung der Härchen. Dadurch werden die einfach viel besser und komplett vor allem eingepinselt. Ich gehe jetzt nochmal mit diesen Bürstchen über meine Augenbrauen, um sie in Form zu bringen. Und jetzt werde ich meine Augenbrauen weiß machen und benutze dafür diese weiße Theaterschminke hier. Das Ganze setze ich jetzt mit einem weißen Lidschatten von BH Cosmetics aus der 120 Color Palette. So, nachdem wir unsere Augenbrauen gesetzt haben, machen wir das Setting-Puder von unserem Gesicht jetzt erstmal weg. Und zwar mit einem schönen, fluffigen Pinsel. Was ich normalerweise nach Setting und Augenbrauen mache, ist Contouring. Und dafür nehmen wir jetzt flauschigen Pinsel und gehe in einen eher kühlen lila Ton. Und jetzt gehe ich in ein etwas wärmeres Violett-Lila, um eine tiefere Wangenkontur hinzubekommen. Contouring ist beendet. Jetzt würde ich sagen, machen wir weiter mit der Skizze auf meiner Stirn. Und zwar hat der Totenschädel ja Kristalle auf dem Kopf und da dachte ich, die Kristalle packe ich auf die Stirn. Und für die Skizze nehme ich den Long Lasting Eye Pencil von Essence in Schwarz. Klar. Brich halt ab. Wisst ihr was? Scheiß auf Skizzieren. Ich mache es einfach gleich mit Flüssig-Eyeliner. Dafür benutze ich den Glitter-Eyeliner von Yves Rocher. Werde ich die erstmal einfärben. Dafür nutze ich natürlich wieder die BH Cosmetics 120 Color Palette. Jetzt werde ich um die Edelstelle rum einen weißen Kranz machen. Und dann gehe ich über diesen weißen Heiligenschein, über diesen Schein von den Diamanten nochmal mit Highlighter drüber. Und zwar benutze ich da natürlich keinen geringeren als den Mary Luminizer von The Balm. So, ich denke, jetzt ist es an der Zeit, dass man nochmal mit einem anderen Eyeliner die Linie nachzieht. Und dafür nehme ich den Catrice Eye Matic Tip Liner in Waterproof.
Um da jetzt noch etwas Diamantenglitter, Schimmer reinzubringen, nehmen wir uns nochmal die Theaterschminke. Jetzt nehme ich mir Lash Glue und mache dann da silbernes Glitzer drauf. Lass uns weitermachen mit dem Augen-Make-up. Für das Augen-Make-up nehme ich wieder die 120 Color Palette. Jetzt besprühe ich meinen Pinsel ein bisschen mit meinem NYX Matte Finish Setting Spray, damit der Lidschatten besser hält. Und nehme von der The Balm Appetit Palette einen schönen, glitzerigen, lilanen Ton. Und zwar den hier in der Mitte. Und damit werde ich jetzt den inneren Teil meines beweglichen Lids auffüllen quasi. Jetzt gehe ich noch in diesen pinkeren Ton rein, in diesen roséfarbeneren und setze den in meinen Augeninnenwinkel. Und jetzt werden wir über diesen glitzerigen Lidschatten die Farben der Diamanten nochmal setzen und machen das wie eine Art Cut-Crease. Und jetzt verblenden wir den oberen Rand nur noch ein bisschen zur Augenbraue hin mit einem Grau. Denn unsere Augenbrauen sind ja schon weiß und das wäre ein bisschen too much weiß. Als nächstes werden wir den Lidstrich ziehen. Dann nehmen wir jetzt die Catrice Glam & Doll False Lashes Mascara. Jetzt machen wir erst noch die Lippen. Und zwar hat mir vor einiger Zeit eine alte Klassenkameradin mal einen Lippenstift geschenkt. Der ist von Stargazer. Und jetzt nehme ich von meiner geliebten Marke NYX einen Cosmic Metals Lipstick in der Farbe 12 Comet's Tail. Wenn euch das Make-up-Tutorial gefallen hat, dann gebt gern einen Daumen nach oben. Und ja, mich würde es wie immer sehr, 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 sehr unterstützen, wenn ihr das Video überall teilt. Und abonniert auf jeden Fall meinen YouTube-Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und auf mehrere coole Make-up-Tutorials, die jetzt vermehrt hoffentlich eintreten werden, gerade zur Halloween-Zeit nicht zu verpassen. Okay, dann hoffentlich bis zum nächsten Video. Ich sag tschüss und bis dahin. Bye, bye.